die Flüchtlingskrise ist jetzt richtig im Volk angekommen, in den Gemeinden, in den Dörfern. Das sind die Migranten. Viele haben keinen Asylantrag genehmigt bekommen. Viele erweisen sich als nicht integrationsfähig. Der Staat zahlt Milliarden für diese Flüchtlinge. Wir haben diese riesigen Sicherheitsprobleme. Und zur allgemeinen Enttäuschung sind ja doch viele dieser Migranten nicht irgendwie ausgebildet, auch nicht zu Hause. Die kämen auch zu Hause nicht zurecht. Was am TV sagt, die Syrer, die ich treffe, kommen vom Land. Die haben keine Ausbildung. Das ist ein Riesenproblem, diese hunderttausende muslimischen Männer in unsere Gesellschaft zu integrieren. Damit haben wir schwer zu tun. Viele sind sich ja einig, dass die Integration über Ausbildung oder Arbeit der Schritt ist, um in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Jetzt gibt es eben die Maßnahmen, während der Ausbildung hat man ein Bleiberecht, wenn man eine Arbeit hat, hat man ein Bleiberecht. Aber der Schritt vom Flüchtling in die Ausbildung oder in die Arbeit, das ist ja im Moment noch das Problem. Das mangelt an Sprache, das mangelt möglicherweise auch an Ausbildung, also an Vorqualifikationen, die die Flüchtlinge mitbringen. Sie haben es eben schon angedeutet. Wir sind ja am Anfang davon ausgegangen, dass wir dadurch Fachkräftemangel in Deutschland möglicherweise in Zukunft schließen können. Wie bewerten Sie das heute mit dem Blick auf die Situation heute, Herr Markwort? Das mit den Fachkräften, als ob wir ein funktionierendes Einwanderungsland wären, ist ja eine große Illusion. Keine 20% haben eine gute berufliche Vorbildung. Das Bundesamt hat selbst bekannt gegeben, dass 81% der Angekommenen überhaupt keine Ausbildung haben. Zum Teil sind sie Analphabeten, weil die Kollegin mehrfach gesagt haben, Asylbewerber, die haben sich um ein Asyl beworben, sind überwiegend abgelehnt worden. Es ist ihnen nicht zuerkannt worden, dass sie politisch verfolgt werden. Und dass die großen deutschen Unternehmen, die anfangs versprochen haben, wir werden sie integrieren, wir werden ihnen Arbeit geben, so wenig beschäftigt haben, liegt einfach daran, dass diese leider mangelhaft oder gar nicht ausgebildeten Migranten überhaupt keine Fähigkeit haben. Die haben keinen Führerschein, die können die Tastatur vom Computer nicht bedienen, was man heute bei den einfachsten Tätigkeiten schon beherrschen muss, und haben riesige Probleme, in unsere Gesellschaft reinzukommen. Das ist eine gewaltige Sache, und deswegen hat das mit Fachkräftezuwanderung überhaupt nichts zu tun. Die müsste man sich aussuchen, wenn man für die Wirtschaft was tun will. Aber diese Menschen sind ja gekommen, überwiegend junge Muslime, die hier sehr schwer zurechtkommen. Das heißt also, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Status der Ernüchterung. Es sind nicht unsere zukünftigen Fachkräfte, die gekommen sind. Es sind aber Menschen, die jung sind, die willig sind, die zum großen Teil froh sind, dass sie hier in Deutschland angekommen sind. Also jetzt mit aller Differenzierung, 20% sind qualifiziert. Ich möchte schon Wert darauf legen, dass ich die Zahlen des Bundesamtes zitiere. Und das sind natürlich 8% sind akademisch gebildet. Der berühmte syrische Arzt oder Apotheker, der ist hoch willkommen, der kann auch bei der Integration seine Landsleute helfen. Aber über 80% haben gar keine Ausbildung. Haben keine Ausbildung, brauchen Ausbildung. Haben wir vielleicht die kulturellen Unterschiede jetzt also zwischen uns Westeuropäern, uns Deutschen und den Menschen, die da zu uns gekommen sind, haben wir das unterschätzt? Ja, die Frage wäre, die Integration hat ja zwei Seiten oder vielleicht sogar noch mehr. Die eine ist die arbeitstechnische Integration, Analphabetentum kann man ausbilden, jahrelang lernen. Das andere ist die kulturelle Integration. Und in dieser Silvesternacht ist natürlich sichtbar geworden und auch polizeidienstlich erkennbar, dass das Frauenbild vieler männlicher Muslime überhaupt mit unseren Wertvorstellungen nicht übereinstimmt. Nach ihren Vorstellungen ist die Frau verschleiert und geht züchtig auf die Straße. Und so wie unsere Frauen erfreulicherweise frei und emanzipiert sich zu bewegen, das halten sie fast für eine sexuelle Herausforderung. Das ist ein riesiges Problem. Hinzu kommt noch ein anderes Thema, was ich auch anschneiden will. Diese jungen Leute, die können ja nichts dafür, aber sind zum Beispiel als Judenhasser erzogen worden. Das sind Antisemiten. Das ist auch ein riesiges Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Die kommen hierher und hassen Juden. Ja? Und müssen wir gleich mal wieder differenzieren, Herr Dädchen, ne, an der Stelle. Nein, das ist einfach die Ausbildung. Die können nichts dafür. Es kann sein, dass sich viele assimilieren. Aber das ist das kulturelle Teil der Integration. Nein, also weil Sie sagen ja jetzt, die sind Judenhasser und die sehen die Frauen. In ihrer Erziehung. Herr Markwort, bitte. Da wir ja alle gern differenzieren. Ja, differenzieren Sie bitte. Wollte ich mal darauf hinweisen, auf den Unterschied zwischen Ausweisen und Abschieben. Da heißt es, die gehören ausgewiesen und so. Tausende laufen in Deutschland herum und sind ausgewiesen. Die haben ein Papier in der Tasche oder im Klo oder ich weiß nicht wo, da steht drauf, gehen Sie raus, die gehen nicht raus. Das Abschieben, der nächste Schritt,
Das ist ganz schwach entwickelt. Und dann muss ich sagen, ich freue mich, dass Wahlen sind und dass Wahlkämpfe sind, weil da kommen die Themen auf den Tisch, die die Leute bewegen. Und da wird so viel, sowohl bei dem Minister wie auch bei den beiden Innenministern aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, von der Polizeipräsenz auf der Straße gesprochen. Das ist ja ordentlich gut und schön, sehe ich meinen Schutzmann und er kümmert sich und das ist was wert. Aber die nicht sichtbare Polizei halte ich für fast noch wichtiger. Heute hat der Präsident des Deutschen Verfassungsschutzamtes gesagt, gewarnt, dass diese vielleicht arbeitslosen Migranten angeworben werden vom IS, dass sie radikalisiert und terrorisiert werden. Wo geschieht das? In Gefängnissen, in Moscheen, im Netz, da gibt es dann muslimische Dienste. Wir brauchen nicht sichtbare Polizisten, die in den Moscheen Arabisch mithören können oder V-Männer oder die in den Netzen lesen, in den Gefängnissen aufpassen, da wo indoktriniert wird. Das halte ich für die ganz große Gefahr. Natürlich kann man nicht alles vermeiden, aber man kann viel vermeiden, wenn man da frühzeitig drin ist. Und dafür brauchen wir Verständnis, die nicht sichtbare Polizei, um frühzeitig in diese Netze reinzukriechen. Wo Sie sich schon so über den Wahlkampf freuen und die Maßnahmen, die dadurch vorgeschlagen werden, kommen wir doch dann mal zu den umstrittenen Maßnahmen. Einerseits der Entzug der doppelten, also das Beenden der doppelten Staatsbürgerschaft für Menschen von Ausländern, die hier in Deutschland geboren wurden, und das Burka-Verbot. Mit welchen wollen Sie anfangen? Finden Sie beide gut? Ach Gott, ich stelle natürlich fest, ich lebe in einer Stadt, wo sehr viele voll verschleierte Frauen durch München gehen und sehe natürlich darin das Symbol eines anderen Frauenbildes und also wir auch reden jetzt, Ausweis Burka. Wir reden jetzt, also ja, um es mal klarzustellen, auch, nicht um die, über die Burka, sondern wir reden über den Augenschlitz, also den Niqab. Auch das Symbol einer Parallelgesellschaft, die existiert. Es ist aber für mich kein vorrangiges Thema. Ich glaube, dass darüber zu viel geredet wird. Ja. Mir ist die vorbeugende Sicherheit das Wichtigste, dass wir frühzeitig erkennen, wenn einer was vorhat. Ich beschäftige mich sehr mit diesem einen Attentäter, von dem ja viele Kollegen und wir auch in die Polizei zuerst angenommen haben, der ist plötzlich radikalisiert worden, wie durch ein Pfingstwunder. In Wahrheit hat er jetzt geschrieben, ich habe in euren Häusern gelebt, ich war mitten unter euch und ich habe das systematisch vorbereitet. Davon fürchte ich, gibt es viele und die muss man aufspüren. Also die nicht sichtbare Polizei, und dafür ist wenig Sympathie in der Bevölkerung, wenn man das hört, Verfassungsschutz, Internetschnüffler und so, halte ich für wahnsinnig wichtig. Gut, also Sie sind bei den beiden umstrittenen Maßnahmen jetzt auch eher sagen, das ist nicht das Wichtigste. Das ist mir nicht sympathisch, wenn ich diese Leute nicht sehe. Das ist, wir haben ja auch das Vermummungsverbot. Aber obwohl mir übrigens ein Polizist gesagt hat, da brauche ich keinen Rucksack mehr. In diesen Kleidern kann ich auch Sprengstoff verstecken. Deshalb aber kann man das durchaus auch als Sicherheitsthema sehen. Es ist aber vorrangig kein Sicherheitsthema, sondern ein Gesellschaftsthema. Angela Merkel hat das Wir schaffen das wiederholt. Sie haben schon gesagt, das war so ein bisschen trotzig, ne? Also musste jetzt auch gar nicht unbedingt sein. Gleichzeitig ist ja aber auch Herr Seehofer ziemlich trotzig. Denn seit einem Jahr die Zahl der Flüchtlinge sinkt, die Asylgesetze wurden verschärft, die Sicherheitsgesetze wurden schon verschärft. Es ist ja schon viel passiert. Und trotzdem beharrt er darauf, dass Angela Merkel das alles falsch macht, weil sie sagt, wir schaffen das und weil sie die Sorgen der Bürger nicht ernst nimmt. Wie viel Wahlkampf ist da drin und wie viel stehen Sie wirklich hinter der Position von Herrn Seehofer? Wie bewerten Sie das? Also die Flüchtlingszahlen lassen ja im Moment nach, aber wir haben ja 1-2 Millionen in Deutschland, die den Menschen täglich begegnen in vielen Problemen. Und Seehofer hat ja nicht nur gesagt, ich wiederhole das, er hat gesagt, ich habe in allen Punkten Recht behalten. Er ist innerhalb dieser 3-Parteien-Koalition der konservative Part. Den gibt es sonst nicht im Bundestag. Ihre Frage, warum wird das alles der Kanzlerin angehängt, sie hat es ja an sich gezogen. Ich zitiere den früheren Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der hat gesagt, ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz hat sie quasi die Schleusen geöffnet. Und so sehr wir, wie der Kollege Detjen sagt, wegen unserer Freundlichkeit und Herzlichkeit, übrigens insbesondere in Bayern, im Ausland gepriesen werden, genauso wird aber Frau Merkel von den Regierungen der anderen europäischen Staaten auch haftbar gemacht. Sie holt die Leute rein und auf uns soll sie verteilt werden. Das hat sie schon selbst zu verantworten. Und das Seehofer hat jetzt im Moment keine Wahl. Die Wahl ist 2018. Aber ich glaube, er ist mehr unter den Leuten oder seine CSU-Leute berichten ihm mehr von den Landräten aus der Basis. Er ist mehr unter den Leuten als die Kanzlerin und hört die Ängste der Leute. Ich gebrauche auch das Wort Überfremdung. Natürlich werden wir eine andere Gesellschaft kriegen, aber wie stark die Leute
haben Angst, Sorge, Kummer. Wir geben 100 Milliarden für die Flüchtlinge aus. Darüber redet niemand. Im Bundestag gibt es kein. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit den 100 Milliarden. 25 Milliarden pro Jahr. Und das für 4 Jahre macht 100 Milliarden. Na gut, wenn Sie noch mehr Jahre dazu rechnen, werden es noch mehr. Nein, das ist ja ein Plan. Das ist ein Plan. Das ist nicht übertrieben. Ich finde es auch schrecklich. Es klingt übertrieben, es sind aber Fakten. Ich versuche, faktenorientiert zu sein. Okay, ich hätte gerne eine Frage an Marquardt. Ich wüsste gerne, ob er wirklich glaubt, dass man mit dieser Negativfokussierung, mit diesem sich ausrichten auf die Probleme, die es ohne Zweifel gibt, ob er wirklich glaubt, dass damit das Sicherheitsgefühl auch der Asylanten, die aus Syrien, Afghanistan hierher kommen, ob das damit angehoben wird oder, und das ist das, was wir erleben, oder dass sie immer stärker verunsichert werden durch die veröffentlichte Meinung, in der sicher die Probleme betont werden, aber die Fokussierung oder zumindest die Blickrichtung auf die Erfolge, die diese jungen Menschen haben, die kommt so gut wie überhaupt nicht vor. Und eins noch zum Frauenbild. Ich könnte 3 oder 4 Sätze, ich bin seit 30 Jahren Sozialarbeiter in meinem Richtschaffhaus, ich könnte 3 oder 4 Sätze sagen zum Frauenbild in einer deutschen Unterschiedsfamilie. Vielleicht wäre es da sinnig, sich mal die Einzelfälle und die handelnden Personen anzugucken. Die globalisierende Feststellung eines falschen oder nicht in die Welt passenden Frauenbilds finde ich außerordentlich problematisch, weil globalisierend würde ich das dann für mindestens 90% der deutschen Unterschiedsfamilien annehmen. Herr Ebner, ich habe das absolut festgehalten, eine direkte Frage an Herrn Marquardt bezüglich des Pessimismus, sage ich mal, und auch der Blick auf deutsche Familien, in denen vielleicht das Frauenbild auch nicht immer so ist, wie wir es uns wünschen. Herr Marquardt. Herr Ebner, ich gratuliere Ihnen, dass Sie so gut chancenreiche Führer um sich haben. Ich halte mich für überhaupt keinen Pessimisten, sondern ich fühle mich der Realität und den Fakten verpflichtet und glaube, es ist notwendig, auch diese Seiten zu zeigen, zumal in vielen Medien sehr positiv und sehr schönfärberisch geredet wird, sehe ich mich mal auf der anderen Seite auf die Probleme hinzuweisen, die wir noch jahrelang haben werden. Warum haben wir kein zeitgemäßes Einwanderungsgesetz? Herr Marquardt hat schon ganz eifrig genickt, aber vielleicht möchte auch mal Frau Fates was sagen an der Stelle zuerst. Ja, also Einwanderungsländer sind Amerika, Kanada, Australien. Die suchen ganz sorgfältig aus, was für ihr Land, für ihre Volkswirtschaft gut ist. In welchen Branchen fehlen uns Leute, wie gut ist die Sprachkenntnis, bringen sie vielleicht sogar Geld mit. So ein Einwanderungsgesetz kann man durchsetzen. Im Moment ist es nicht aktuell. Vielleicht, wenn die FDP in den Bundestag kommt, hat es bessere Chancen. Hallo, Herr Kamsari. Guten Tag. Schöne Grüße auf Hannover an der Runde. Also ich bin selber von 31 Jahren auch diese lange Marsch gemacht habe. Und ich habe auch jetzt deutsche Staatsbürgerschaft, doppelte Staatsbürgerschaft. Ich arbeite seit 26 Jahren im Schichtbetrieb. Ich muss Herrn Markus sagen, es ist nicht so, dass wir alle Flüchtlinge hier nicht integrierbar sind. Ich bin außerdem Schulvorstand eines Gymnasiums. Dort haben wir 3 Klasse, Sprachklasse. Ich sehe, die Kinder, die ohne Eltern hier sind, mit so einer Einstellung können lernen. Also die Klassenlehrer spielen Mutter, Vater und ganze Familie. Es ist unfair, wirklich, dass man solche Menschen sagen, unintegrierbar ist das. Ich habe in den 80er Jahren auch diesen Wahlkampf gelebt habe, damals her von Land von Herrn Markus, Strauß gesagt hat, der Boot ist voll. Das ist scheinbar genauso jetzt zu sein. Meine Frage ist, dass wirklich Herr Markus, dieser Judenhass ist nicht in deutscher Gesellschaft, ist auch nicht, dass man jetzt diese Zeit, dass man da spricht und dieses Klima also vergiftet hat mit solchen Argumenten in der Presseclub. Okay. Herr Kamsari, Sie warnen, also das ist eine Frage und eine Warnung zugleich letztendlich vor der Vergiftung des Klimas. Und Sie haben jetzt mehrfach Herrn Marquardt angesprochen, sodass ich dem jetzt auch das Wort erteilen werde auf Ihr Statement hin. Ja, es geht ja nicht darum, das Klima zu vergiften, sondern das Klima zu beschreiben. Und es gibt ja viele positive Beispiele. Wir freuen uns ja über jeden syrischen Apotheker, der hier einen Job bekommen hat. Aber man muss doch auch darauf hinweisen, dass viele Leute
überhaupt nicht zurechtkommen. Und was Detjen sagt, ist ja richtig. Sie werden sich überlegen, bleiben wir hier? Sind wir vielleicht mit dem deutschen Sozialsystem beim Frieden zu Hause besser dran, als wenn wir zurückkehren? Darüber muss man offen reden. Sonst vergiften wir wegen Unterdrückung der Fakten die Menschheit. Aber Sie müssen auch nicht den Teufel an die Wand malen. Also wir unterstreichen, nicht den Teufel an die Wand. Wir dürfen nicht die Wahrheit verschweigen und wir dürfen nicht den Teufel an die Wand malen. Die Gratwanderung ist sicherlich eine sehr schwierige. Vielen Dank, das war unser Thema heute. Ein Jahr, wir schaffen das. Wie haben wir die Flüchtlingskrise bewältigt? Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse, auch noch für Presseclub Nachgefragt auf Phoenix. Und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gesprochen. Das ist ja ordentlich gut und schön, sehe ich meinen Schutzmann und er kümmert sich und das ist was wert. Aber die nicht sichtbare Polizei halte ich für fast noch wichtiger. Heute hat der Präsident des Deutschen Verfassungsschutzamtes gesagt, gewarnt, dass diese vielleicht arbeitslosen Migranten angeworben werden vom IS, dass sie radikalisiert und terrorisiert werden. Wo geschieht das? In Gefängnissen, in Moscheen, im Netz, da gibt es dann muslimische Dienste. Wir brauchen nicht sichtbare Polizisten, die in den Moscheen Arabisch mithören können oder V-Männer oder die in den Netzen lesen, in den Gefängnissen aufpassen, da wo indoktriniert wird. Das halte ich für die ganz große Gefahr. Natürlich kann man nicht alles vermeiden, aber man kann viel vermeiden, wenn man da frühzeitig drin ist. Und dafür brauchen wir Verständnis, die nicht sichtbare Polizei, um frühzeitig in diese Netze reinzukriechen. Wo Sie sich schon so über den Wahlkampf freuen und die Maßnahmen, die dadurch vorgeschlagen werden, kommen wir doch dann mal zu den umstrittenen Maßnahmen. Einerseits der Entzug der doppelten das Beenden der doppelten Staatsbürgerschaft für Menschen von Ausländern, die hier in Deutschland geboren wurden, und das Burka-Verbot. Mit welchem wollen Sie anfangen? Finden Sie beide gut? Ach Gott, ich stelle natürlich fest, ich lebe in einer Stadt, wo sehr viele voll verschleierte Frauen durch München gehen und sehe natürlich darin das Symbol eines anderen Frauenbildes und also wir auch reden jetzt, Ausweis Burka. Wir reden jetzt, also ja, um es mal klarzustellen, auch, nicht um die, über die Burka, sondern wir reden über den Augenschlitz, also den Niqab. Und auch das Symbol einer Parallelgesellschaft, die existiert. Es ist aber für mich kein vorrangiges Thema. Ich glaube, dass darüber zu viel geredet wird. Ja. Mir ist die vorbeugende Sicherheit das Wichtigste, dass wir frühzeitig erkennen, wenn einer was vorhat. Ich beschäftige mich sehr mit diesem einen Attentäter, von dem ja viele Kollegen und wir auch und die Polizei zuerst angenommen haben, der ist plötzlich radikalisiert worden, wie durch ein Pfingstwunder. In Wahrheit hat er jetzt geschrieben, ich habe in euren Häusern gelebt, ich war mitten unter euch und ich habe das systematisch vorbereitet. Davon fürchte ich, gibt es viele und die muss man aufspüren. Also die nicht sichtbare Polizei, und dafür ist wenig Sympathie in der Bevölkerung, wenn man das hört, Verfassungsschutz, Internetschnüffler und so, halte ich für wahnsinnig wichtig. Gut, also Sie sind bei den beiden umstrittenen Maßnahmen jetzt auch eher sagen, das ist nicht das Wichtigste. Das ist mir nicht sympathisch, wenn ich diese Leute nicht sehe. Das ist, wir haben ja auch das Vermummungsverbot. Aber obwohl mir übrigens ein Polizist gesagt hat, da brauche ich keinen Rucksack mehr. In diesen Kleidern kann ich auch Sprengstoff verstecken. Deshalb aber kann man es durchaus auch als Sicherheitsthema sehen. Es ist aber vorrangig kein Sicherheitsthema, sondern ein Gesellschaftsthema. Angela Merkel hat das Wir schaffen das wiederholt. Sie haben schon gesagt, das war so ein bisschen trotzig. Ne? Also musste jetzt auch gar nicht unbedingt sein. Gleichzeitig ist ja aber auch Herr Seehofer ziemlich trotzig. Denn seit einem Jahr die Zahl der Flüchtlinge sinkt. Die Asylgesetze wurden verschärft. Die Sicherheitsgesetze wurden schon verschärft. Es ist ja schon viel passiert. Und trotzdem beharrt er darauf, dass Angela Merkel das alles falsch macht, weil sie sagt, wir schaffen das und weil sie die Sorgen der Bürger nicht ernst nimmt. Wie viel Wahlkampf ist da drin und wie viel stehen Sie wirklich hinter der Position von Herrn Seehofer? Wie bewerten Sie das? Also die Flüchtlingszahlen lassen ja im Moment nach, aber wir haben ja 1-2 Millionen in Deutschland, die den Menschen täglich begegnen in vielen Problemen. Und Seehofer hat ja nicht nur gesagt, ich wiederhole das, er hat gesagt, ich habe in allen Punkten recht behalten. Er ist innerhalb dieser 3-Parteien-Koalition der konservative Part. Den gibt es sonst nicht im Bundestag. Ihre Frage, warum wird das alles der Kanzlerin angehängt, sie hat es ja an sich gezogen. Ich zitiere den früheren Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der hat gesagt, ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz hat sie quasi die Schleusen geöffnet. Und so sehr wir, wie der Kollege Detjen sagt, wegen unserer Freundlichkeit und Herzlichkeit, übrigens insbesondere in Bayern, im Ausland gepriesen werden,
Genauso wird aber Frau Merkel von den Regierungen der anderen europäischen Staaten auch haftbar gemacht. Sie holt die Leute rein und auf uns sollen sie verteilt werden. Das hat sie schon selbst zu verantworten. Und das Seehofer hat jetzt im Moment keine Wahl. Die Wahl ist 2018. Aber ich glaube, er ist mehr unter den Leuten oder seine CSU-Leute berichten ihm mehr von den Landräten aus der Basis. Er ist mehr unter den Leuten als die Kanzlerin und hört die Ängste der Leute. Ich gebrauche auch das Wort Überfremdung. Natürlich werden wir eine andere Gesellschaft kriegen, aber wie stark die Leute haben Angst, Sorge, Kummer. Wir geben 100 Milliarden für die Flüchtlinge aus. Darüber redet niemand. Im Bundestag gibt es kein. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit den 100 Milliarden. 25 Milliarden pro Jahr. Und das für 4 Jahre macht 100 Milliarden. Na gut, wenn Sie noch mehr Jahre dazu rechnen, werden es noch mehr. Nein, das ist ja ein Plan. Das ist ein Plan. Das ist nicht über das. Ich finde es auch schrecklich. Es klingt übertrieben, es sind aber Fakten. Ich versuche faktenorientiert zu reden. Okay, ich hätte gerne eine Frage an Marquardt. Ich wüsste gerne, ob er wirklich glaubt, dass man mit dieser Negativfokussierung, mit diesem sich. Die Flüchtlingskrise ist jetzt richtig im Volk angekommen, in den Gemeinden, in den Dörfern. Das sind die Migranten. Viele haben keinen Asylantrag genehmigt bekommen. Viele erweisen sich als nicht integrationsfähig. Der Staat zahlt Milliarden für diese Flüchtlinge. Wir haben diese riesigen Sicherheitsprobleme. Und zur allgemeinen Enttäuschung sind ja doch viele dieser Migranten nicht irgendwie ausgebildet, auch nicht zu Hause. Die kämen auch zu Hause nicht zurecht. Was am TV sagt, die Syrer, die ich treffe, kommen vom Land. Die haben keine Ausbildung. Das ist ein Riesenproblem, diese hunderttausende muslimischen Männer in unsere Gesellschaft zu integrieren. Damit haben wir schwer zu tun. Viele sind sich ja einig, dass die Integration über Ausbildung oder Arbeit der Schritt ist, um in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Jetzt gibt es eben die Maßnahmen während der Ausbildung, hat man ein Bleiberecht. Wenn man eine Arbeit hat, hat man ein Bleiberecht. Aber der Schritt vom Flüchtling in die Ausbildung oder in die Arbeit, das ist ja im Moment noch das Problem. Das mangelt an Sprache, das mangelt möglicherweise auch an Ausbildung, also an Vorqualifikationen, die die Flüchtlinge mitbringen. Sie haben es eben schon angedeutet. Wir sind ja am Anfang davon ausgegangen, dass wir dadurch Fachkräftemangel in Deutschland möglicherweise in Zukunft schließen können. Wie bewerten Sie das heute mit dem Blick auf die Situation heute, Herr Marquardt? Das mit den Fachkräften, als ob wir ein funktionierendes Einwanderungsland wären, ist ja eine große Illusion. Keine 20% haben eine gute berufliche Vorbildung. Das Bundesamt hat selbst bekannt gegeben, dass 81% der Angekommenen überhaupt keine Ausbildung haben. Zum Teil sind sie Analphabeten, weil die Kollegin mehrfach gesagt haben, Asylbewerber, die haben sich um ein Asyl beworben, sind überwiegend abgelehnt worden. Es ist ihnen nicht zuerkannt worden, dass sie politisch verfolgt werden. Und dass die großen deutschen Unternehmen, die anfangs versprochen haben, wir werden sie integrieren, wir werden ihnen Arbeit geben, so wenig beschäftigt haben, liegt einfach daran, dass diese leider mangelhaft oder gar nicht ausgebildeten Migranten überhaupt keine Fähigkeit haben. Die haben keinen Führerschein, die können die Tastatur vom Computer nicht bedienen, was man heute bei den einfachsten Tätigkeiten schon beherrschen muss, und haben riesige Probleme, in unsere Gesellschaft reinzukommen. Das ist eine gewaltige Sache, und deswegen hat das mit Fachkräftezuwanderung überhaupt nichts zu tun. Die müsste man sich aussuchen, wenn man für die Wirtschaft was tun will. Aber diese Menschen sind ja gekommen, überwiegend junge Muslime, die hier sehr schwer zurechtkommen. Das heißt also, wir sind jetzt schon so ein bisschen im Status der Ernüchterung. Es sind nicht unsere zukünftigen Fachkräfte. Ausrichten auf die Probleme, die es ohne Zweifel gibt. Ob er wirklich glaubt, dass damit das Sicherheitsgefühl auch der Asylanten, die aus Syrien, Afghanistan hierher kommen, ob das damit angehoben wird oder, und das ist das, was wir erleben, oder dass sie immer stärker verunsichert werden durch die veröffentlichte Meinung, in der sicher die Probleme betont werden, aber die Fokussierung oder zumindest die Blickrichtung auf die Erfolge, die diese jungen Menschen haben, die kommt so gut wie überhaupt nicht vor. Und eins noch zum Frauenbild. Ich könnte 3 oder 4 Sätze, ich bin seit 30 Jahren Sozialarbeiter in meinem Rikschafthaus, ich könnte 3 oder 4 Sätze sagen zum Frauenbild in einer deutschen Unterschiedsfamilie. Vielleicht wäre es da sinnig, sich mal die Einzelfälle und die handelnden Personen anzugucken. Die globalisierende Feststellung eines falschen oder nicht in die Welt passenden Frauenbilds finde ich außerordentlich problematisch, weil globalisierend würde ich das dann für mindestens 90% der deutschen Unterschiedsfamilien annehmen.
Herr Ebner. Herr Marquardt. Ja, Herr Ebner, ich habe das absolut festgehalten, eine direkte Frage an Herrn Marquardt bezüglich des Pessimismus, sage ich mal, und auch der Blick auf deutsche Familien, in denen vielleicht das Frauenbild auch nicht immer so ist, wie wir es uns wünschen. Herr Marquardt. Herr Ebner, ich gratuliere Ihnen, dass Sie so gut chancenreiche Führer um sich haben. Ich halte mich für überhaupt keinen Pessimisten, sondern ich fühle mich der Realität und den Fakten verpflichtet und glaube, es ist notwendig, auch diese Seiten zu zeigen, zumal in vielen Medien sehr positiv und sehr schönfärberisch geredet wird, sehe ich mich mal auf der anderen Seite auf die Probleme hinzuweisen, die wir noch jahrelang haben werden. Warum haben wir kein zeitgemäßes Einwanderungsgesetz? Herr Marquardt hat schon ganz eifrig genickt, aber vielleicht möchte auch mal Frau Fates was sagen an der Stelle zuerst. Ja, also Einwanderungsländer sind Amerika, Kanada, Australien. Die suchen ganz sorgfältig aus, was für ihr Land, für ihre Volkswirtschaft gut ist. In welchen Branchen fehlen uns Leute, wie gut ist die Sprachkenntnis, bringen sie vielleicht sogar Geld mit. So ein Einwanderungsgesetz kann man durchsetzen. Im Moment ist es nicht aktuell. Vielleicht, wenn die FDP in den Bundestag kommt, hat es bessere Chancen. Hallo, Herr Kamsari. Guten Tag. Schöne Grüße auf Hannover an der Runde. Also ich bin selber von 31 Jahren auch diese lange Marsch gemacht habe. Und ich habe auch jetzt deutsche Staatsbürgerschaft, Doppelstaatsbürgerschaft. Die gekommen sind. Es sind aber Menschen, die jung sind, die willig sind, die zum großen Teil froh sind, dass sie hier in Deutschland angekommen sind. Also jetzt mit aller Differenzierung 20% sind qualifiziert. Ich will schon Wert darauf legen, dass ich die Zahlen des Bundesamtes zitiere. Und das sind natürlich 8% sind akademisch gebildet. Der berühmte syrische Arzt oder Apotheker, der ist hoch willkommen, der kann auch bei der Integration, seine Landsleute helfen, aber über 80% haben gar keine Ausbildung. Haben keine Ausbildung, brauchen Ausbildung. Haben wir vielleicht die kulturellen Unterschiede jetzt also zwischen uns Westeuropäern, uns Deutschen und den Menschen, die da zu uns gekommen sind, haben wir das unterschätzt? Ja, die Frage wäre, die Integration hat ja zwei Seiten oder vielleicht sogar noch mehr. Die eine ist die arbeitstechnische Integration, Analphabetentum kann man ausbilden, jahrelang lernen. Das andere ist die kulturelle Integration. Und in dieser Silvesternacht ist natürlich sichtbar geworden und auch polizeidienstlich erkennbar, dass das Frauenbild vieler männlicher Muslime überhaupt mit unseren Wertvorstellungen nicht übereinstimmt. Nach ihren Vorstellungen ist die Frau verschleiert und geht züchtig auf die Straße. Und so wie unsere Frauen erfreulicherweise frei und emanzipiert sich zu bewegen, das halten sie fast für eine sexuelle Herausforderung. Das ist ein riesiges Problem. Hinzu kommt noch ein anderes Thema, was ich auch anschneiden will. Diese jungen Leute, die können ja nichts dafür, aber sind zum Beispiel als Judenhasser erzogen worden. Das sind Antisemiten. Das ist auch ein riesiges Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Die kommen hierher und hassen Juden. Ja? Und müssen wir gleich mal wieder differenzieren, Herr Dädchen, ne, an ja, der Stelle. Das ist einfach die Ausbildung. Die können nichts dafür. Es kann sein, dass sich viele assimilieren. Aber das ist das kulturelle Teil der Integration. Nein, also weil Sie sagen ja jetzt, die sind Judenhasser und die sehen in die ihrer Frauen Erziehung. Als... Herr Marquardt, bitte. Da wir ja alle gern differenzieren. Ja, differenzieren Sie bitte. Wollte ich mal darauf hinweisen, auf den Unterschied zwischen Ausweisen und Abschieben. Da heißt es, die gehören ausgewiesen und so. Tausende laufen in Deutschland herum und sind ausgewiesen. Die haben ein Papier in der Tasche oder im Klo oder ich weiß nicht wo, da steht drauf, gehen Sie raus, die gehen nicht raus. Das Abschieben, der nächste Schritt, das ist ganz schwach entwickelt. Und dann muss ich sagen, ich freue mich, dass Wahlen sind und dass Wahlkämpfe sind, weil da kommen die Themen auf den Tisch, die die Leute bewegen. Und da wird so viel, sowohl bei dem Minister wie auch bei den beiden Innenministern aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, von der Polizeipräsenz auf der Straße.